Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren spannenden, aufregenden Teil LS22. Nicht alleine. Ich höre ein Huhn, ich sehe es aber nicht. Thunfischsalat. Geht doch. Wir haben ein bisschen was geändert. Ach du Scheiße, die Musik drückt mir gerade ins Ohr. Ich muss mal ganz kurz. Wo habe ich die Musik? Da weiter runter. Lautstärke, Fahrzeug, Umwelt, Radio, Menü. Radio ist schon auf 30. Kommt mir gerade in. Oder mach einfach. Kommt mir gerade in Kopfhörer lauter vor. Ein paar Neuerungen. Wir haben jetzt an den Feldern nichts gemacht oder Geld ist nicht ausgegeben. Wer euch fragt, warum der Hänger jetzt schwarz ist, ich habe ein paar Sachen nochmal neu geholt, weil ein paar Sachen ja rumgespackt haben, zum Beispiel der Gabelstapler. Der ist jetzt rot. Nein, der ist noch da, aber ich habe ihn nochmal geholt. Und zu gucken, ob er halt jetzt besser funktioniert, weil wir erinnern uns ja alle an das Palettenfiasko. Deswegen haben wir halt... Neue Farbe. Nein, der ist komplett neu. Er ist eigentlich eine neue Farbe. Du musst mich nochmal einstellen, weil ich habe immer noch... Ach ja, du bist... Bichi hockt jetzt schon auf dem Hof du drauf. Du bist noch nicht im Hof so, jetzt drin. Aber. Jetzt kann ich dich einstellen. Als Farmmanager einstellen. Glückwunsch, sie sind befördert. Ich bin keine Praktikante mehr. Woohoo! Dazu. Mein Traktor hat eine neue Lackierung. Hat dir das Rot nicht mehr gefallen? Nö, ich fand Grau relativ sexy. Ah ja, bist du jetzt wieder auf die Zacken? Nö, ich fand den Grau wesentlich hübscher. Meine Schüsse habe ich hier drin. Ja, was steht an? Feldarbeit. Jo. Wir haben Felder zu bearbeiten und zwar nicht wenige. Und wir haben, ich muss nochmal raus aus der Mühle, wir haben überlegt, das Silo da hinten, das ist nicht nur Cat aufgefallen, das steht da ein bisschen einsam und verloren. Das ist halt hier vorne, ne? Ja, unser Hofsilo. Weil das steht hier so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so verloren irgendwie. Deplatziert, man kann da kaum, man kann schlecht hier durch, hier kommt man zwar gut durch, aber hier kommt man relativ schlecht. Ja, deswegen haben wir überlegt, das was wir jetzt drin haben. Wir haben doch hier unten Dinger verkauft und da kommt auch noch das andere Heusilo hin, da können wir das auch. Das Heusilo ist schon da. Achso, das Heusilo ist schon da, okay. Das Heusilo ist da unten, das heißt wir werden da wahrscheinlich ein neues Silo bauen, wahrscheinlich dasselbe, weil das fast 1 Million jeglicher Frucht. Und das halt dann hier abreißen. Und das haben wir dann da unten stehen. Und was wir dann hier hinbauen, das wissen wir noch nicht. Bäumchen. Mal Keine gucken. Ahnung. Weil wir haben auch noch andere Gewächshäuser. Für Pflänzchen und Co. Ja, aber die sind ein bisschen länger als das da, ne? Also muss man ein bisschen. Ja, gucken. Ein bisschen. Ansonsten geht's jetzt los. Wir haben ja hier die Felder abgeerntet. War das hier das? Ja, hier können wir doch hier ja. So wie du gut draufpacken, oder nicht? Wo? Hier. Ja, da unten, das war ja mein Reden. Also, dass wir jetzt, da wo du jetzt bist, dass wir da das Silo packen, wo das Heulager ist. Ja. Ja, genau da unten. Heulager steht da ja schon. Ja, wusste ich nicht. Mit welchem Feld willst du anfangen? Mit der Rasenpläne, die müsste ja nur gewalzt werden. Ja, dann walze ich die erstmal. Dann, gehst du die Pläne walzen? Ja, haben wir einen Walzer hier, oder? Nee, den muss ich jetzt kaufen. Oh, alles klar. Da hole ich aber uns einen eigenen, würde ich sagen, oder? Ja. Gut, weil ich wollte noch etwas verkaufen. Und zwar da, wo wir reingewechselt haben, ne? Ja. Ist mir dummerweise das aufgefallen, was eigentlich rausgeschmissen Geld ist. Wir haben ja diesen Bergmann hier stehen, ne? Ja. Den Ladewagen. Ja. Da kann man auch reinhäckseln. Okay. Also ist der Häcksler quasi, den wir da haben, relativ viel, also den Hänger, den wir da jetzt stehen haben, oder den Anbau, ist relativ useless. Ja. Das heißt, der kann weg. Der Bergmann. Ja, der Anbau hier für den... Ja, das Ding, okay. Na, nimmst den Hänger. Das ist weiter vor, glaube ich, oder? Bist du schon mit dem
Kabel hinten drin. Hallo? Ich muss ein bisschen mit den Füßen. Mit den Füßen, so. Gefühl kann ich mal. Boah! So. Da zum einen. Cat wird dann die Wiese heute walzen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich nehme den Bergmann mit und werde dann gleich noch ein anderes Gerät holen. Weil, die Mulde. Ich werde wahrscheinlich noch eine Mulde für das Teil holen. Eine flachere Mulde. Wo wir hinterher noch Steine reintun können. Weil wir müssen die Fläche ja noch pflügen. Jo. Das ist eigentlich eine Idee. Die musste ja gepflügt werden und gepflügt und hast nicht gesehen. Hab noch. Pflügen wollte ich auch übernehmen. Ja, wir haben, was man dazu sagen muss, neue Flugmods drauf. Die uns das Ganze ein bisschen erleichtern. Kannst du den schon mal verticken? Ja, klar. Ist der Kopf rum? Ja, hängt noch an mir dran. Also ich kann den reparieren, ich kann den verkaufen. Müsst ihr wirklich verkaufen? Ja, ja, verkaufen. Sollte nicht verkauft werden, da es benutzt wird. Ich muss es erstmal abhängen. Okay, ist ab. Geht doch. Gut, verkauft. So. Ja, der gab nochmal 22. Gut. Gut. Und ja, ich habe den halt grau, weil der musste halt eh lackiert werden, weil... Ja, du siehst ja auch so eine kleine Leiste, wenn du ein Trecker bist bei dir in der Ecke, ne? Ja. Wie teuer eine Reparatur in diesem Spiel ist, willst du nicht wissen. Okay. Eine Grünlandpflege brauchen wir, ne? Ja. Ein Walze. Welche hatten wir da? Die Dalbo, ne? Ja, die war schön gut. Ja, lassen wir halt den Standardfarben, würde ich sagen. Was? Ich finde den Pink. Oder Lila? Nein. Aber Lila macht geiler aus. Nein. Aber Susanne. Ich meine nicht. Ich dachte, das wäre unser gemeinsames Let's Play. Wo sind meine Mitentscheidungen? Die Maschinen werden gerne. Bist du Stress? Komm her, ich mach dich fertig. Ja, ja. Hey! Hüpfe ich einfach mal nicht drüber. Kann so. Nicht fighten, der Junge. Kann er schon. So, was wollte ich noch? Mich lieb haben. Du wolltest ein Gewicht für dich mal holen, ne? Ja, ein Gewicht. Ein Gewicht brauche ich. Du hast meins dran, ne? Ja, ich hab deins. Das hätte ja Jahre noch gedauert, bis du mir eins gekauft hättest. Welches hatte ich da? Das hier, glaube ich. Kleines, dickes, rundes, genau. Gut. So, Walze aufklappen. Dann wollte ich für den Kipper, den wir da haben, damit wir das Steine reinladen können. Weil nicht jedes Feld ist gerade ziemlich leicht erreichbar und da wäre sowas relativ praktisch. Mhm. Gerade für Steine. Rot oder schwarz? Was meinst du? Muss ich erst wieder anhalten. Schwarz, oder? Dann nehmen wir den schwarz. Würde ich jetzt mal so behaupten. Gut, da haben wir auch eine kleine Mulde. Da kann man dann gegebenenfalls dann die Steine abkippen. Jo. Soll ich mich dann schon mal, das eine Feld braucht das, das muss gekalkt, gepflügt. Wenn du fragst, dann weißt du es schon. Ja, ich bin gerade für mich lauter denken. Achso, ich dachte, du fragst mich jetzt wirklich hier. Nein, ich war nur lauter denken. Was
Da haben wir das Gewicht noch dran. Perfekt. Und das war nicht alles. Ich werde dann gleich, während Cat hier fröhlich vor sich hin walzt. Ich walze den ganzen Tag. Ich walze. Und werde ich schon mal. Ich weiß nicht, ob wir das Feld jetzt. Ich glaube, wir werden das Feld vorher mulchen. Da werde ich noch einen Mulcher kaufen. Habe ich mal so eben gedacht, entschieden. Für dich wieder ganz allein. Wieso für mich alleine? Du hast es nicht abgesprochen. Ich bin hier gar nichts wert. Du hast doch gerade deine Arbeit. Oder nicht? Ja, aber ob wir den jetzt kaufen oder nicht, das haben wir nicht. Also noch sind wir finanziell gut aufgestellt für den Anfang. Ja. Und das ist immer noch Tag 1. Ja. Wir sind ja gerade noch am Beschaffen. Ja. Gut. Trotzdem, wenn ich jetzt nicht viel passt? Nein, wenn ich jetzt mulche, dann brauche ich kein Gewicht. Mal eben so, by the way. Drecksdinger? Ja, die Pfosten hier. Ach, du meinst die Stromfehler da bei dir? Ja. Die sind auch schon ein bisschen nervig. Aber ich finde es interessant, dass eine Wiese nur durch Walzen eine Düngerstufe mehr drauf kriegt. Ja, gedüngt 100%. Ich mache erstmal hier die Dosen. Soll ich dann schon mal gleich den Flug mitbestellen? Ja, klar. Flügen magst du ja nicht, das wird wahrscheinlich wieder auf mir. Ich kann auch flügen jetzt, also mit dem Mods habe ich keine Probleme. Ich vergesse jedes Mal, dass auf mein Kennzeichen Bedo steht. Bedo! Weil wir haben jetzt ein paar Flugmods. Welche kann ich mir ganz schnell zeigen? Wir haben einmal den John Deere. Ja. Und wir haben den Case-Flug. Und der Case 310, unsere Traktoren haben 325, glaube ich. Muss ich mal eben ganz kurz, ich glaube 325. 305. Klappt's? Muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, 5 PS fehlen. Oh. Ich kaufe den trotzdem mal. Was ist das denn hier? Also brauchen wir doch einen großen Traktor zumindest. Ja, also wird schon passen. So, einmal der Flug. Oh Gott, ich muss niesen. Gesundheit. Hachu. Und für Onkel Dragon kommt der Mulcher. So, eine Bahn ist jetzt komplett. Naja, fast. Neudesign. Das Neudesign sieht geil aus. 3 Punkte. Und nehmen wir 3 Punkt, nehmen wir 3D-Ketten. Tut sich ja nicht viel. Neudesign. So. Da haben wir schon mal einen Flug. Gott, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja. Und ist breiter, als wenn man jetzt mit einem normalen Flug da arbeitet. Oh ja. Weil Cat und ich haben wissen immer, wie schön es ist, wenn man mit dem Flug arbeitet. Ja, ich lasse meistens immer die Helfer machen. So. Aber muss er nicht erstmal mit dem Steinsammler rüber? Nach dem Flügen. Ah, okay. Kommt der Steinsammler. Okay. Ich gehe erstmal mit dem Mulcher drüber. Und ich wundere mich, warum jetzt hier. Und weil ich ja jetzt gar nichts mehr ohne Cat hier auf diesen Hof mache, ist sie halt immer dabei.
Ja, der hat mich einmal ganz ohne mir abgemacht. Arme kleines Mittelpunkt. Da fährt sie. Hab ich direkt mal gut hier ausgesprochen. Und so. Und ich glaube, an der einen Fläche muss noch das Stroh eingesammelt werden. Oh ja. Also wir haben dort noch jede Menge zu tun. Weil das Stroh ist ja auch für zukünftige Tierchen. Aber erstmal walze ich mich auf dem Boden herum. Dann wird das ganz alleine gewalzt. Der Stuhl bekommt dann auch noch extra mit drauf. Oh mein Gott. Ich darf das sagen, ich bin dicklich. So. Die macht doch witzig, ich bin dicklich, natürlich. Darf ich aber. Mal gucken. Anschalten die Möhre. Und ready. Ja, das läuft doch wunderbar. Mit 12 km/h tucke ich voran. Ich war aber der Meinung, dass Mulchen und Unterflügen eine Düngerstufe gibt. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Man könnte auch ohne mechanisch, sag ich jetzt mal, hier, sag schnell Mulchen, ne? Ja. Aber ich hatte das, die Erfahrung gemacht in Real Life, ne? Wenn du mit der Messerwalze hier lang gehst, ne? Ja. Schafft meist es, die Messerwalze zu verstopfen. Okay. Ja, gut. Kann auch sein, dass alles andere auch verstopft wird. Also. Ich muss noch einen Fleck sehen. Muss ich ja nur gleich gucken, dass ich den erwische. Und dazu kommt eh erstmal eine Zwischenfrucht drauf, weil wir sind ja eh wieder der Meinung, dass wir dann hier wieder Mais anpflanzen für Häckseln. Und ich weiß gar nicht, wann ist die Maisansehzeit? Das musst du nachgucken. Mais, wann wird Mais angesät? Mais. Ja, der Mais ist marschiert. Oh, ich liebe die Werbung. In April, Mai. Ich weiß nicht, aber ich mag so die ganz alten Werbungen, die haben mich damals immer... Ich habe ja hier damals Design Richtung Werbung gemacht, ne? Ja. Und die neuen Werbungen, die kotzen mich alle so von an. Die sind so uns inspiriert, die sind so langweilig, so... Das überredet mich jetzt nicht unbedingt, das Produkt zu kaufen. Weil man muss ja verschiedene Aspekte auch von Werbung gucken und hast nicht gesehen. Ja, das Thema hatten wir schon mal. Ja, aber ich habe hier in diesem Let's Play hier gesprochen. Und ich weiß nicht. Damals gab es ja hier eine Lehrerin, wo ich damals dann angefangen habe. Da hat mich da die erste Frage so gestellt, ja, wollen wir mal gucken, wie kreativ du bist. Ich so, okay. Ja, wenn ihr jetzt so eine Werbung für, sagen wir mal, Parfüm auf die Schnelle rausdenken musst, was würdest du, wie würdest du die Werbung kreieren, sag ich mal, oder machen? Ich bin dazu hingegangen, habe natürlich dann meine Idee vorgeschlagen gehabt. Und ich finde es immer noch so, dass die heutigen Parfümwerbungen jedes Mal einfach nur irgendeine Frau, irgendein heißer Typ oder sonst was alles. Ein Parfüm ist nicht dafür da, dass du direkt eine Frau besteigen willst. Ich finde ja die neue, da wo wir beim Thema komische Werbung sind, ne? Mhm. Das Thema hatten wir schon mal, aber ich finde diese komische Werbung hier mit diesen, sag schnell, Mary Poppins zum Beispiel. Ja. Was hat das in der Weihnachtswerbung zu tun? Das assoziiere ich nicht mit Weihnachten, das assoziiere ich mit einem alten Kinderfilm. Aber wirklich einen alten Kinderfilm. Vielleicht soll es ja auch die Assoziation haben,
dass man zurück in die Kindheit zurückversetzt wird, aber es ist trotzdem fail, weil Mary Poppins hat nichts. Da kam nie irgendwas Weihnachtliches drin vor, nichts. Da war Spätherbst, wenn denn dann. Du kannst auch, da kannst du auch die Musik von The Last Unicorn nehmen. Ja. Wenn wir schon dabei sind. Na, wie verfehlt das Kacke. Ich sag ja, normalerweise kannst du dann schon die Musik von anderen Filmen nehmen. Last Unicorn oder whatever. Nein, wir verpissen das. Ja, bis es Halloween zu Weihnachten. Ich meinte eigentlich, was ist das? Da gab es ja die Winterwelt. Achso, das meinst du? Es ist ja eine Weihnachts- bzw. eine Halloween. Es ist ja mehr so gemischt. Es läuft ja zu, ich glaube eher weniger sogar zu Halloween als zu Weihnachten. Haben wir das nicht mal in Discord zu Weihnachten geguckt? Ja, kann sein. Ich weiß es aber nicht mehr. Mit Rotköpfchenverschwörung? Ja, Rotköpfchenverschwörung war toll. Aber das guckst du dir, glaube ich, auch nur einmal an und danach. Rotköpfchenverschwörung? Ja. Ich muss immer noch an die Ziege denken. Ja, die war gut. Leute, falls ihr Rotköpfchen oder Verschwörung noch nicht geguckt habt, es ist ein. Es ist ein kleines I-Tröpfchen, sag ich mal. Es ist absolut crazy. Und durchgedreht. Und man denkt sich nur an den Kopf, what the fuck, aber es ist geil. Es hat nichts mehr mit Rotkäppchen zu tun. Okay, das Mädchen hat Rotkäppchen auf, ne, aber das war's dann auch schon. Vor allem die Oma, die auch vor allem am Skifahren ist. Ey. Die Oma macht einen auf Triple X. Ja, die hatte glaube ich auch doch da hinten auf meinem Nacken so ein Triple X Ding da gehabt oder so. Und da muss ich erstmal an Triple X im Film denken. Ja. Frag mich nur, ich habe erst gedacht, so mit dies. Die war echt geil. Ach, Großmutter. Oder der kann mit seinem Schnitzelmobil. Ja, der war nicht so interessant. Da war die Ziege, fand ich gut. So, okay, schon wieder hochheben. Ich meine zwar, ich kam aus Österreich, ne? Mhm. Aber so jodeln wie der kann ich nicht. Das war ja ehrlich so. Der stand ja auch unter einem Flug, ja? Der konnte gar nichts mehr sagen, außer er singt es. Mein Beileid. Und die dann so, ja, du hast ja jetzt gerade eben mit dem Wall gesprochen. Da saß wohl die eigene Welt. Hatte jemand überhaupt Bock? Oh, die Musik, die war gut. Also den Film kann man empfehlen. Also wenn man bescheuerte Filme gucken will, da, gute Empfehlung. Ja. Und die wurde übrigens mir auch empfohlen von meinem Bruder. Der hat sie mir nur kurz erklärt, dass es total bescheuert ist und ich so. Guck ich heute Abend noch an. Und ich bin am Überlegen, vielleicht bauen wir da, wo das Silo ist, ne? Bauen wir eine zukünftige Werkstatt. Vielleicht gibt es auch eine kleine Werkstatt, die wir dann einfach bei der Halle hinpacken können. Es gibt Werkstatt als Mod, also es gibt verschiedene Werkstätten als Mod. Ja, manche. So eine kleine einfach nur. Auch mit Hebebühnen und Co. Achso, sowas, ja. Weil dann müsste man nicht immer so einen Händler fahren, zum Beispiel jetzt hier für den Reifenwechsel. Dann mache ich aber schön mit Halle und Co. Nee, warte, das geht ja gar nicht wieder. Weißt du, bei True Farming? Ja. Werkstatt, wenn denn dann. Oh, habe ich jetzt eine 1 bekommen? Nee. Das muss noch drin. Ich kann mich gefreut. Yay, guck mal, ich habe die ganze Riesenbahn jetzt gerade mit 1 Zug bekommen. Nein, da hinten ist noch was. Oh, wie schön. War wohl nix. Ja, eine Lehrerin von uns war immer darauf erpicht, dass wir immer sagen, oh, wie schön, statt oh, scheiße oder so.
vor allen Dingen müsste das ja rein theoretisch, ne, was ich jetzt hier mulche, ne? Liebe sein, ja. Das müsste jetzt ja dann rein theoretisch, wenn du das unterarbeitest, ne? Ja. Als organischer Dünger schon dienen. Maybe. Ich weiß, ich kenne mich ja, wie gesagt, nicht so ganz aus mit den Düngerstufen und so. Ja, also im Regelfall wird hier nur, Das Einzige, was ich immer mache, ist, du sagst, was du machen willst, ich mache. Bist du auch eine kleine Praktikantin? Ja. Da werde ich auch mal bleiben. Ich werde niemals aufsteigen können. Irgendwann. So, der Walz ist fertig. Aber weißt du, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind oder irgendwo in der ländlichen Gegend, kann sie mir jeden Traktor benennen. Nein, nein, das stimmt nicht. Ich vertue mich meistens sehr doll. Sehr, sehr doll. Sehr, sehr, sehr doll. Letztes Mal konntest du mir sagen, was ein Tiefenlockerer ist. Ja, Tiefenlockerer ist ein Flugding. Ja, Flugersatz kann man sagen. Ja, das kann ich wirklich benennen, aber... wenn ich hier zum Beispiel ein Fendt sehe und ich nicht sehe, ob das da vorne drauf steht, Fendt oder so, kann ich den nicht benennen. Genauso wie, da waren wir bei meiner Mutter, das weiß ich noch. Obwohl, wenn ich den von vorne sehe, ich gucke hier immer auf die Lichter und so, dann würde ich da sagen, ja, das könnte ein Fendt sein, aber sicher bin ich mir da nie. Bei John Deere und Co. bin ich raus. John Deere, grün-gelb. Das erkenne ich meistens auch nur am Logo oder was auch immer. An den Hirsch. An den Hirsch. Aber nie, ob das jetzt von Weitem jetzt irgendwie ein John Deere ist, ob das ein, wieso kommen wir, ich bin jetzt schon wieder raus. Waltra zum Beispiel. Pace. Mercedes-Benz. Namen kann ich nicht mehr aussprechen. So. Was? Den Namen kann ich nicht mehr aussprechen. Welchen? Du hast nichts. Ja, welchen Namen? Mercedes-Benz. Kannst du nicht richtig ausgesprochen? Das wurde jetzt richtig ausgesprochen. Du musst meine Lippen mal nicht verbiegen dafür. Kann man auch, kannst du auch einfach sagen, MF. MF, Motherfucker. Was? Nee. Ich sehe nichts. Ja, die Kälte, die Kälte. Bei Kälte scheint die Kamera etwas Probleme zu machen. Ja, ich fahre jetzt hier 10 Mal gegen die Wand und merke es noch nicht mal. Da ist schon alles voll. Ja, hier ist schon mal so ein bisschen richtige Richtung. Nein, ich muss anders gucken. Wir haben ingame erst 16:02. Oh Gott, da steht auch was drin, das heißt, ich pack dich einfach da hin zu mir egal. Wenn du da hinten ran musst, dann musst du erst mit ihr weg. So. Ist das in Real Life anders? Der Rasen muss eh erstmal wachsen, den wir da haben. Ja, ja. Wir haben doch keine andere Rasenfläche. Ja, aber die Wurzel kann ja schon mal raus. Ups, verstanden. Dann kannst du mal eben gucken beim Händler, ob unser Schlepper den Flug ziehen kann. Du meinst unser Traktor? Ja, Schlepper. Weil in der Regel sollte 5 PS sollte jetzt keinen Unterschied machen. Naja, wir sind wahrscheinlich ein bisschen langsam. Das ist der rote, ne? Ja, das ist das einzige Gerät, was da steht. Achso, ich dachte, da steht jetzt noch was. Okay. Okay, ich hab mich verguckt. Komm ich mit dem überhaupt da durch? Solltest du das Tor kommen? Knapp. Sehr, sehr knapp. So, soll ich jetzt zu dir? Ja, auf mein Feld, wo ich gerade bin. Das war das Maisfeld. Am Silo. Achso, okay. Da
Mein Gott, sieht das Ding jetzt schon speckig aus. Und das hat jetzt noch nicht mal ein Halt, das hat jetzt knapp mal das Feld hinter sich. So, bin da. Na dann, zieh mal deine Bahn. Mal gucken, wie es läuft. Wie viel PS? Also wie viel Kammer? 12. Weiß, passt doch. Und von der Breite her sieht auch gut aus. Ja. Ach, machst du erst Vorgewende? Ja. Okay. Ich? Ja, normalerweise fliegt man erst Vorgewende. Beim Flügen macht man erst Vorgewende zum Schluss. Aber mach einfach mal. Ich wollte schon sagen. Ich lass sie einfach machen. Ich fahre im Kreis, so wie der Scheiß. Und weil wird es so nachher alles wieder wegkommen, wenn ich da mit den Steinen, die drüber fahren, hast du nicht gesehen. Naja, ah Steinsammler. Siehst du noch. Kommt auch noch. Siehst du mal. Dann kann ich den eigentlich schon als nächstes kaufen. Siehst du mal. Toll, jetzt habe ich wieder ein Ohrwurm. Und dieser ewige Scheiß kostet mich noch mein Leben. Das habe ich aber nicht gesungen. Ja toll, aber daran denke ich immer bei der Melodie. Ja, das passt aber. Und das ist... Und die Mod ist gerade, muss ich ehrlich sagen, von der Arbeitsbreite und von den Aufwand effektiver als die normalen Flüge. Ja. Und arbeitet relativ gut. Ja. Na, dann können wir doch heute vielleicht schon mal an dem Feld hier die Zwischenfrucht ausbringen. Ja. Ja, und da sehe ich schon meine Freunde die Steine. Es gibt sogar eine Trophäe, wenn du Steine zum Steinberg bringst, ne? Die nennt sich Rock'n'Roll. Da finde ich süß. Dafür, dass die Trophäe sich Rock'n'Roll nennt? Ja. Okay. Bevor ich aber ja, Steine sammeln und zum Schluss hauen wir da Kalk drauf. Natürlich muss sowieso gekürzt werden. Wird wahrscheinlich. Dafür haben wir auch einen Mod. Der ist aber auch unten in der. Wir haben mich. Ich habe das hier so gehandhabt. Die Modliste findet ihr in den Kommentaren. Habe ich als erste Hast Stelle. Hast du die anderen damit drauf geschrieben? Die aktuellen Mods werden jetzt noch mit übernommen. Okay. Die jetzt noch mit dazukommen. Okay. Also sie wird immer nachträglich aktualisiert. Meißheim gesehen. Jetzt nicht. Ja, guck mal, ich bin Spaß mit meiner Unfähigkeit. Mhm. Ja, aber auch von der Arbeitsbreite her ist es besser. Ja. Du hast gerade so eine Arbeitsbreite, ja, wie ich mit meinem Mulcher, kann man sagen. Jo. Und ja, unsere Farm hat zu Recht den Namen Chaos Farm. Mhm.
Wieso? Nur so. Müsste ich hier noch als Farmname eingeben, ne? Hier steht ja immer noch unsere Farm oder Farm. Oder was steht hier im Moment? Mein Hof. Warte. Meine Farm. Moment. Wo steht denn das? Wo kann ich das benennen? Da. Ah ne, dein Spielstand? Mein Spielstandname. Ich kann da gar nichts einstellen. Nenn's Plüschhausen. Farm wird groß geschrieben. So. Ach, Junge. Das ist die Chaosfarm. Ich habe erst gedacht, ich habe die Backstreet Boys hier auf dem Ohr. Aber ich glaube, wenn du jetzt noch eine Runde drum hast, ne? Ich wollte jetzt hier gerade machen. Ja, oder wenn du gerade machst, dann kann ich nachher schon mit dem Steinsammler nachgehen. Ja. Oder ich lass dich erstmal fertig flügen und gehe dort Stroh einsammeln. Du das. Weil ich glaube, das Feld muss ja auch geflügt werden. Aber da werde ich keinen Stoppelsturz machen. Also Stoppelbearbeitung. Weil da kommt ja wahrscheinlich dann Weizenwatte drauf. Ich denke mal, wir werden Gerste anpflanzen. So, kein Hafer. Gerstenkorn. Hopfen. Hopfen? Hopfen. Wir gehen in die Bierbrauerei. Was ich aber gesehen habe, es gibt mittlerweile Mods für Produktion, ne? Mhm. Pizzeria. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Du kannst hier Pommes machen oder was ist Eva für Kartoffelprodukte? Also es gibt mittlerweile noch interessante Produktionen drin, die wir uns wahrscheinlich auch noch angucken werden. Ja. Gerade, ich sag jetzt mal, zumindest die Produktion, auf die wir Bock haben. Pizza! Ja klar, Pizza. Das nicht. So eine Arbeit. Immer nur Salami. Ja, man kann es essen, aber ist nicht mein. Wieso Kaffee. Machen wir da nicht hier gleich für dich die Lachs von Farm hier auf? Wieso Lachs? Ich will keine Thunfischpizza. So eine Fischfarm gibt's hier doch auch. Du kannst hier so Forellenfarmen mal aufbauen. Kommt für dich als Katze gerade recht. Nur weil ich eine Katze bin, heißt es das nicht, dass ich unbedingt die ganze Zeit Thunfisch esse. Nicht? Nein, ich bin eigentlich so eher eine Katzenmaus oder eine Nudelmaus. Katzenmaus, nein, eine, wie heißt das noch? Käsemaus oder eine Nudelmaus. Ich liebe Nudeln, ich liebe Käse. Voll gut. Komm ich dabei zusammen? Bin ich happy. Außer die eine Nudel, so für die letzte Zeit, die war über. Die war blöd? Ja. Ich mag die mit den, wie heißen die Schmetterling-Dinger noch? Pfefferler? Glaub ja. Ich habe die als Kind immer Schmetterlingsnudeln genannt. Ja, Schmetterlingsnudeln. Glaub Pfefferler heißen die. Die finde ich voll lecker. Die mit der Soße. Aber die mit den Spirellis. Ich weiß nicht, die Soße schmeckt so widerlich. Voll verdünnflüssig, voll. Nee. Zu viele Kräuter drin. Du hast überhaupt gar null Käsegeschmack. Nee, danke. Nicht deins. Überhaupt nicht meins. Vor allem steht ja drauf, dass das eine Käsesoße eigentlich ist, aber wo ist denn da der Käse? Da ist kein Käse drin. Wahrscheinlich soll man sich den Käse denken. Ja, denken auch. Von meinem Anwalt. Du hast einen Anwalt? Der war ich auf Anwalt. Hast du einen Anwalt? Ich habe einen Anwalt? Ja. Wen? Ich weiß, was ich wieder heißt. Wow. Ich
Ich habe einen Anwalt. Wen? Keine Ahnung. Der wohnt direkt neben meiner Mutter. Ah ja. Und wenn ich Probleme habe, der ist der Freund meiner Mutter, also ist er auch ein Freund bei mir und er kann jedes Mal helfen. Aber das ist lustig. Der hat sogar geholfen, bei uns das Haus zu verkaufen. Aber praktisch finde ich jetzt... Obwohl, der Notar ist das, ne? Ich habe Notar. Ja, Notar. Das ist aber auch eine Sache, glaube ich, des Anwalts. Das siehst du mal. Aber ich finde es lustig, der steht 310, ne? Ja. 305 Schlepper zieht den, ohne Probleme. Ja. Geh, du fährst ja über mein Fußfeld. Ich habe nur noch ein kleines Stück. Ich weiß noch, wo wir in Österreich gemulcht haben, ne? Mhm. Da haben wir das nur gemacht, um die Böschung, also die Feldrandpflege, haben wir mit dem Mulcher gemacht. Ja. Der Rest mit so einem großen Mulcher, das hat er immer von anderen Bauern machen lassen. Okay, in Österreich ist es auch so, da kennt Bauer jeden, da kennen die Bauern sich untereinander eh. Ja klar, bei so einem kleinen Gegend. Im Dorf, kann man sagen. Dorf, ja, dorfmäßig. Ich meine, ich bin ja auch im Dorf, Dorf, sag ich mal, Anführungszeichen, aufgewachsen. Das war ja keine Stadt, das war ja, keine Ahnung, was war. Sogar noch außerhalb vom Dorf. Wir waren auf einer Straße, so. Es war weder Stadt noch Dorf. Und da kennen wir auch, da kannten wir auch jeden. Wir wussten ganz genau, wer da gegenüber arbeitet. Wir wussten, obwohl, wir wussten noch nicht mal genau, meine Mutter hat mir damals erzählt, dass direkt von unserem alten Haus gegenüber war damals ein Einkaufsladen. Ja. Dann kam noch irgendwas anderes rein und jetzt ist das irgendein Laden, das, da weiß kein Arsch, was das ist. Es geht, Anführungszeichen, die Behauptung rum, es sei ein Mafia-Geschäft. Ach so, wo die Pizzeria? Was? Nein. Gegenüber meinem alten Haus. Nicht die Leute, die das jetzt gekauft haben. Achso, ich dachte, es ging um die Pizzeria, wo wir das Thema mal hatten. Nein. Dein Bruder und ich. Achso. Naja, wie gesagt, man weiß ja nicht, was da jetzt drin ist. Weil es gibt da auch eine Pizzeria, die ist nie offen. Die ist da, aber nie offen. Welche? Keine Ahnung, ich muss jetzt nochmal Spike fragen, welche Pizzeria das war. Ich will mal jetzt was wissen. Bin hier gleich fertig. Vor allen Dingen, Ach, muss gar nicht gekalkt werden. Vor allen Dingen, du siehst ja jedes Mal, dass da welche drin arbeiten. Ja, auch mit PC und sonst was alles. Du siehst ja auch mal, man sieht kaum da Leute rein oder rausgehen. Also man sieht aber, dass da Leute drin arbeiten. Klar gehen die dann nach Schluss dann auch wieder nach Hause, ist klar. Ja, aber sonst geht da kein Mensch rein. Man weiß auch nicht, was das für Leute sind. Man weiß nicht, für was das arbeitet. Man weiß darüber gar nichts. Also das Feld, wo du jetzt hier gerade rumackerst, ne? Ja. Es muss nicht gekalkt werden. Okay. Aber Steine müssen was gefügt sein. Ja, weil Steine haben hier, das ist jetzt ja relativ neu in den LS-Teil zugekommen, aber Steine haben hier eine beschissene Eigenschaft, sie machen deine Maschinen kaputt. Oh ja. Beziehungsweise die Maschinen nutzen viel schneller ab als erwünscht. Yep. Okay, fahr mal mit einem Flug, also mit, nicht mit einem Flug, aber fahr mal mit einer Seemaschine über Steine. Die Seemaschine wird es dir danken. Mhm. Und nicht im Positiven. Aber ich hätte jetzt noch gedacht, ich war der festen Überzeugung, hier müsste gekalkt werden. Stand hier zumindest, oder? Vertue ich mich hier? Ich weiß es nicht. Naja, erstmal kommt hier eine Zwischenfrucht rein. Ich kann jetzt auch nicht nachgucken gehen. Nein, ist alles gut. Alles chillig. Natürlich ist alles jetzt chillig. Oder wir pflanzen jetzt Zuckerrüben.
Boah, ich leg mich gleich. Klar, aber die erntest du dann. Die Schweine brauchen Zucker, Rüdi. Die erntest du? Ja, ich meine, Schweine werden wir uns holen, aber dann mache ich Zuckerrüben auf einem ganz anderen Feld, auf einem ganz kleinen Feld. Weil Zuckerrüben haben ja eh einen hohen Ertrag und da reicht ein kleines Feld. Hier, Nummer 19. 19? Hier oben, vor mir. Das ist, warte mal, oder 25. Sind beide sehr klein aus. Ja, es gibt noch kleinere, die dafür geeignet sind. Ich habe ja nur, dass sie klein aussehen. Ich weiß ja nicht, ob die so klein sind. Das. Mhm. So. Helfer 10. Ja, ich bin aus dem Kreis gekommen, wo ich das Ding zusammenklappen wollte. Ja, ja. Ja, ja. Ist fertig gemulcht. Ich bin noch nicht so weit. Ja, erstmal das Ding wieder sauber machen. Relativ speckig nach so einer Aktion. Aktion, an den kann ich mir auch erinnern. Klaas, Aktion? Ja, wir sind neulich bei meiner Mutter, das war glaube ich ein Toten. Was war das? Ich glaube. Ein Truck. Ja, aber das war auch ein Klaas. Ich überlege gerade welcher. Xerion. Stimmt, wusstest du, haben die bei dir damals auch immer ein Gott, wie heißt das nochmal? So eine Aktion gehabt, wo die mit den Traktoren sozusagen herumgefahren sind? In Österreich? Mhm. Das glaube ich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht. Bei uns haben die das mal gemacht. Da haben sie die Traktoren alle hübsch gemacht. Mhm. Ne, mit ein paar Blümchen oder sowas, keine Ahnung. Ja. Und jetzt sind einfach die ganze Kirchstraße damals entlang gefahren. Wir haben uns an die Seite gestellt und die begrüßt alle. Ne? Weil da hat's, meine Mutter hat es ganz zufällig nur mitbekommen. Dass einer von den Bauern, mit denen sie halt eben auch ja, nicht befreundet, aber die ist, die kennt den so ein kleines bisschen. Und die fahren bei uns ja auch immer wieder entlang. Und dann hat sie mal mit denen geredet gehabt, ein bisschen unterhalten. Und dann hat er erzählt, so ja, wir haben demnächst hier so eine Aktion, Ding, bla, keine Ahnung was. Dann fahren wir mit den Traktoren einmal quer durch die Landen. Nö, voll geile Aktion. Das, alle in einer Österreich. Reihe. Ich glaube, Österreich zu Weihnachten hatten wir so einen Weihnachtsumzug hatten die mal. Ja, kann auch so ein Umzug gewesen sein, aber. Da wurden die ganzen Tage. Also, es war an keinen speziellen Tag, also es war einfach nur schön, muss ich sagen. Dann haben wir die Landwirte die ganzen Traktoren, sag ich mal, weihnachtlich geschmückt und sind dann durchs Dorf gefahren. Sowas hatten wir halt. Weißt du, wo die ganz großen Strohballen an unser Auto vorbeigefahren sind mitten in der Nacht? Oder mitten am Abend. War schon dunkel. Aber die Dinger direkt an mein Auto, an meine Mutter das Auto vorbeifahren und ich war ein kleines Kind, ich fand das voll toll. Die waren irgendwie doppelt beladen, also zwei Ballen irgendwie hoch. Und als kleines Kind stehst du natürlich daneben und bist nur halb so groß wie so in einem kleinen Ballen da. Ja. Das ist auch so, wow, ey. Geil. Und ich habe die damals dann in Österreich durch die Landschaft gekugelt. Mhm. Fand ich lustig. Vor allen Dingen, kein Wunder, dass ich schon als Kind größere Oberarme hatte. Mhm. Wenn ich da schon sowas gemacht habe. Oh ja, ich glaube, ich kann schon gleich mit dem Steinsammler hinterherkommen, wenn ich das Parkett so sehe. Ja, ich bin fleißig. Aber ich würde erstmal sagen, ich mache erstmal hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder beim Steinsammeln. Jo. Bis dann und ciao, ciao.